Wir haben, es sind rund 85 aktive Mitglieder und 15 Mitglieder in der Feuerwehrjugend. Das heißt also insgesamt eigentlich 100 Leute im aktiven Dienst, weil die Jugend zum Teil auch schon mit ausrücken darf, je nach Alter. Und insgesamt hat der Verein 220 Leute oder sowas, 220 Leute rund, also die anderen. Es sind alle Aktiven und Jugendlichen automatisch auch im Verein mit dabei. Das ist auch im Feuerwehrgesetz so geregelt. Und die anderen sind passive Mitglieder, also solche, die ihren Feuerwehrdienst aus Altersgründen schon beenden müssen haben oder solche, die halt einfach nur beim Verein mit dabei sind und einen Beitrag zahlen und damit ja, Geld in die Kasse bringen, auf Deutsch gesagt. Und dann gibt es auch noch fördernde Mitglieder, da haben wir noch ungefähr 50, die gar nicht bei der Feuerwehr sind und die einfach nur so einen Jahresbeitrag zahlen. Ganz grob, also wir sind wir, was man in anderen Bundesländern als Stützpunktwehr bezeichnen würde. Wir haben als Haupteinsatzfahrzeug, das ist unser Universalgerät, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 2400 Liter Wasser drin und einem Rettungssatz, also für Verkehrsunfälle, hydraulischer Rettungssatz. Dann haben wir ein sogenanntes LF8, das ist ein Löschgruppenfahrzeug zur Wasserförderung. Das ist unser ältestes Stück im Stall, das wird heuer noch ersetzt. Also das Ding ist mittlerweile 37 Jahre alt, hat uns aber immer treue Dienste geleistet und ist wirklich nach wie vor ein gutes Fahrzeug. Aber ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, auch von der Sicherheit her, vom ganzen Fahrgestell her und macht jetzt schon langsam auch Probleme mit Ersatzteilversorgung und solche Sachen. Dann haben wir einen Rüstwagen, das ist ein großer fahrbarer Werkzeugkasten, mit dem wir sehr viel überörtlich unterwegs sind, unter anderem auch auf der Autobahn. Und von Mainz Niederbayerische zum Teil mit dem. Dann haben wir einen sogenannten Gerätewagen Logistik. Das ist im Prinzip ein handelsüblicher LKW mit Ladebordwand. Das ist ein 7,5 Tonner. Wir haben mittlerweile bei der Feuerwehr sehr viele Gerätschaften, die man nicht im Ersteinsatz braucht. Und da ist es halt einfach sinnvoll und wirtschaftlich, dass man die Geräte mit einem vernünftigen Fahrzeug an die Einsatzstelle nachtransportieren kann. Die sind auf Rollwagerl verlastet und diese Rollwagerl kann man mit Hilfe der Ladebordwand sehr schnell verlassen und kann das nachfahren. Hochwassereinsätze, Schneekatastrophe, Bischofswiesen, wo wir unterwegs waren. Das ist auch ein Fahrzeug, das im Katastrophenschutzkontingent, bei dem wir mit dabei sind, des Öfteren zum Einsatz kommt, auch für Materialtransporte und alles. Und dann haben wir ein Mehrzweckfahrzeug, das ist im Prinzip so ein Kombi aus Mannschaftstransporter und Einsatzleitfahrzeug. Der fährt bei jedem Einsatz voraus, da ist der Einsatzleiter drin von der Feuerwehr, damit der schon mal voraus ein bisschen Zeit gewinnt zum Erkunden und dann kommt halt das nächste Fahrzeug. Genau, das sind unsere 5 Fahrzeuge, die wir haben. Und dann haben wir noch relativ viel Ausrüstung, die im Feuerwehrhaus gelagert ist, die eben dann im Bedarfsfall mit dem 55er, also mit dem Gerätewagen Logistik, noch transportiert wird.